Vertrub dich, bin ich mal auf deren Spur. Da war er auf, war so klar. So nah an dem Punkt. Der ist auch immer noch irgendwo, ich weiß noch nicht wo. Der ist da auch immer noch. Geh doch da weg! Alter, das kann nicht sein. So nah am Scheißpunkt. Wir haben da bestimmt auch eine Nähe. Alter, ich komm da nicht hin, wegen dieser Scheiße, diesem dummen, blöden Bug. Er ist auf dem Weg hier rüber. Was mache ich denn? Guckt euch das mal an! Das wimmelt doch davon, Cops! Alter, ist das zum Kotzen! Warte mal, ich hab eine Idee. Welcher Punkt ist da in der Nähe? Das ist das Battle Royale. Okay. Das kriegen wir. Ich werde das jetzt leider anders lösen müssen. So. Wo komme ich da hin? War jetzt nicht der geilste Move von mir, aber egal. Jetzt habe ich hier. Er hat hier irgendwas nicht gespeichert, wie es soll. Egal. Na, Rubberband und Sprintwelle. Okay, kriegen wir hin. Aber die Cam geht nicht aus. Ich habe das Falsche weggeklickt, entschuldige. Mein Deck ist hier falsch eingestellt. Das, was Cam ist, sollte eigentlich auf die Cam sein, ist aber das Spiel. Was das Spiel hier ist, sollte die sollte das Spiel sein und nicht die Cam. Oh, Lukas, mal gucken, wie gut du vorankommst, ne? Mal davon ab, dass du mich jetzt schon weggebremst hast. Alter, mein Deck, ein Schlag. Da hat er sich einen kleinen Verball erlaubt.
So. Ist mir übrigens witzig, dass er keinen Rundkuss bekommen hat. Weil soweit ich jetzt noch im Kopf habe, hat er mal sich gesagt, er ist nicht so der große Rundkurser, der ist eher so ein Sprintfeld. Glaube ich. Frage mich jetzt bitte nicht drauf fest. Ich glaube aber, er wartet und es ist halt witzig, dass sie ihm dann nur Sprints so A nach B Dinger gegeben hat. Ah, da ist er wieder. Natürlich, um schön wieder in meine Fresse zu fahren. Immer doch. Warum hat meine Karre jetzt so einen miesen Lenkeinschlag auf einmal wieder? So. Dann will er jetzt noch einen Sprint rennen. Da habe ich einen schlechten Start hingelegt diesmal. Alter, was soll das denn? Ja, genau. So kann man mich auch wegdrücken. Du musst nicht den Tomate-Style, Mann, du. Alter, ich nehme hier aber auch gerade jede Wand mit. Nein! Ah. Haben gleich Lukas Karre, mal gucken, wie die ist. Natürlich kriegen wir Kopf. Ich werde mich gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal noch alle Rennen fahre. Oder ob wir jetzt auf den kleinen Move gehen, irgendwann einfach nur noch das, was wir auch brauchen. Wenn ich noch Umfragen machen könnte und YouTube den ich mal irgendwann mal gekillt hätte, würde ich jetzt ja eine Umfrage stellen, die ihr nochmal bitte beantworten könnt. Ob wir, naja, ne, weiterhin alle Rennen fahren sollen oder nur das also dass man das, was gebraucht wird. Eieiei, wir haben die harten Straßensperren. Eieieiei. Das sollte auch passen. Man kann auch den Rennen verlieren. Yay! Ja, da wollte er mir das zweite Mal. So, wir haben Lukas besiegt im Übrigen. Tja, jetzt hast du verloren, Lukas. Damit haben wir, kriegen wir alle Karten. Ich würde immer noch gerne mal auch endlich mal den restlichen Map freischalten. Wäre mal schön. Also was ist denn? Hallo? Ach, die Maus war wieder das Problem. Deswegen, okay. Let's fucking go! X2F. Ja. So, und dann... Yay, wir haben endlich alles. Geht doch.
Und der nächste ist die Blacklist Nummer 8 und zwar Richard Hammonds. Ich habe gerade ungewollt den Text überklebt. Entschuldige! How are you doing, man who's trying to be who he isn't? I am pleased with your current performances in the illegal street racing world. Very much so, because I am very eager to have a chance to obtain that automobile. Oh, you did not receive the information from others? One must gamble their vehicle in order to challenge a blacklist racer, and that is why those with erudite knowledge do not engage in the aforementioned activity. I am anticipating your arrival. Mal, wenn sonst nichts ist. So. Warten wir mal, gucken wir mal, wie LPNs Karre ist, wenn wir sie jetzt gleich mal kurz tunen noch. Da werde ich jetzt nicht, werde ich halt ein bisschen gucken, was da noch zu tunen ist halt, ne? So, Engine? Oh, sag mal, du magst auch kein Tuning, mein Lieber, oder? Nein, mag der gar nicht. Ich kann die Karre hochziehen hier. Lass mich raten, nicht mal das größte Mad Monker da drin. Natürlich nicht. Und Turbo? Ja. Aber was? Warum ist das Topspeed von ihm niedrig? Naja. Aber das wollen wir mal jetzt mal ganz kurz gucken, weil... Aber mich stört irgendwas an dieser Karre. Okay, sie ist schneller. Kurioserweise. Wir werden das aber jetzt mal rausfinden. Währenddessen ist der jetzt schon wieder wasted, aber wir kennen diesen Bug ja jetzt langsam. 147 brauchen wir hier. Ein Wunder, dass wir ihn besiegen. Wenn er halt unbedingt, ne? Nein. Nochmal 147. Und 132. Oh, da ist das andere. So, wollen wir mal gucken, wie gut seine Karre wirklich ist. Wie üblich testen wir sie jetzt in der Milestone Wild Race hier. Ich meine,
wir haben jetzt alle Lukas gesehen. Ich habe nein, wir haben gesehen, ich habe jetzt Lukas seine Karre. Er hat sie gerade erst wieder sich geholt und dann wurde sie ihm schon wieder genommen. Tja, Lukas, was sagst du denn dazu? Nix? Okay. Wow, ich hab nur kurz was nachgeschaut. Entschuldige, Spiel. Meine Güte. Alter. Ich brauch wirklich irgendwann mal einen neuen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass mein Controller einen kleinen Knacks hat. Na gut, ist auch seit Jahren in Benutzung, ne? Was ist das denn hier für ein langes Roll? Bam, bam. Also sieht immer. Jo. Hört sich gar nicht mal so crap. Ich weiß gerade überhaupt gar nicht, als die Formulierung, ob eigentlich sein Logo, seine Logos. Muss ich ja eher sagen, eigentlich grundsätzlich an die Karre machbar sind, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass sie das mit reingenommen haben. Deswegen würde mich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht mal wundern, wenn sie es nicht getan hätten. Also wenn ich ehrlich bin. Ja, warum drücke ich denn die Taste? Das war gar nicht geplant, so. So. Ich habe übrigens heute erstmal, ich werde heute eine kurze Aufnahmesession im Übrigen machen. Damit auch, weil ich gleich noch kurz erledige nach HP. Also das jetzt sollte jetzt das kleinere Problem sein. Ich meine, ich werde mich darum kümmern, dass ich auch da Need for Speed regelmäßig kam. Wie gesagt, das kam mir jetzt in der nächsten Zeit nichts. Und da kümmere ich mich wieder drum. So, hoppa da. Wow, ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu spät gesehen, dass es da nicht durchgeht. Aber auch nur vielleicht. Boing, boing. Hey, verschwinde! Da ist ein Sprung, den ich gerne, da ist eine Kurve, auf die ich gerne reagieren würde. So wollte ich das sagen.
Ich habe ganz schön viel Zeit plus ne. Listen up, Hotshot. No one can help you beat the fastest driver in Cockport. That has always been me. And a little pleb like you will never change that. Never. Oh nein, wir werden es nie ändern. Oh nein. Vielleicht ja irgendwann doch. Gut, Leute. Wie ich aber schon vorhin gerade erwähnt hatte, wird das auch heute eine recht kurze Aufnahmesession. Die nächsten werden aber wieder etwas länger. Natürlich wird das wieder in Parts geschnitten. Also. Ändern tut sich, glaube ich, für euch nicht unbedingt viel. Aber deswegen würde ich euch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch doch so weit gefallen hat, wieder, dann lasst doch eine kleine Feinbewertung da und ein Abo würde mich auch noch gerne freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.